Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, in der letzten Folge gab es einen überraschenden Knall am Ende. Und wir sind dann hier gelandet bei Max und dem Affen. Den schauen wir uns mal an. Der kleine Affe, der immer vorausläuft, wenn Sam zum Tempel geht. Putziges Tierchen. Kann man den irgendwie anlocken? Erstens will ich keine Affen jagen. Und zweitens fürchte ich, dass er etwas besser klettern kann als ich. Zumindest ein kleines bisschen besser. Natürlich nur ein kleines bisschen. Sam meinte, dass die Augen auf den Pfauenfedern Tiere abschrecken. So nach dem Motto, wenn das Auge schon so groß ist, wie riesig mag dann erst das ganze Tier sein? Naja, wenn's klappt, soll's mir recht sein. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn die sowas immer so oft wiederholen, dass das dann noch wichtig sein könnte. Oh, die können wir nehmen. Okay, sonst können wir ja nichts nehmen. Die hat's wohl bei der Explosion vom Flaggenmast gerissen. Ich denke mal, das war dann der... Ja, ja, da steht's auch. Können wir die mitnehmen? Perfekt, ich habe zwar absolut keine Ahnung, wofür wir die gebrauchen können, aber wir nehmen einfach alles mit. Einige Dokumente und Unterlagen von Sam. So, damit die nicht wegkommen, ne? Ein Helm mit Helmlampe. Praktisch, wenn man durch enge Stollen kriechen muss und keine Hand für eine Taschenlampe frei hat. Okay, hört sich sehr interessant an. Sowas ähnliches allerdings ohne Helm habe ich auch zum Fotografieren schon mal benutzt. Entsprechend, denke ich, werden wir es noch gebrauchen können. Der Rucksack von Sam. Mal schauen, ob sich darin was Nützliches finden lässt. Merkwürdige Sachen hat Sam in ihrem Rucksack. Sehr merkwürdige Sachen. Was zur Hölle war das denn gerade? Verpackter Donut, okay. Ein Luftballon hat die dabei und eine Bierdose. Ich meine, gut, die Bierdose und den Donut könnte ich vielleicht noch verstehen, aber der Luftballon... Naja, wenn sie irgendwo noch Helium hat oder so, könnte ich das vielleicht auch noch verstehen. Sie ist auf Party eingestellt gewesen. Leuchtstäbe, okay. Also auf jeden Fall seltsame Kombination. Da hing wohl mal eine Flagge dran, die durch die Explosion abgerissen wurde. Nee, echt? Der steckt tief und fest in der Erde. Na gut, den lassen wir dann mal hier. Wenn ich mein Zelt nicht verlassen hätte, wäre ich jetzt tot. Wer auch immer Sam entführt hat, schreckt sogar vor Mord nicht zurück. Ich sollte mich vorsehen. Tja... Ein paar der Zeltstangen sind noch halbwegs brauchbar. Die nehme ich mal mit. Der Rest wurde durch die Explosion komplett zerstört. Da ist nichts mehr zu retten. Okay. Ich habe keine Ahnung, wofür wir Zeltstangen brauchen, aber gut. Sieht so ein bisschen aus wie eine Leiter. Die Fische überwinden das Hindernis einfach, indem sie aus dem Wasser und über die Kaskade springen. Mir fallen auf Anhieb 20 Leute ein, die nicht so schlau wären. Ja. Das Feuer ist aus, aber die Glut glimmt noch. Ich sollte das Feuer lieber nicht neu entfachen, denn wenn die Typen, die Sam entführt haben, zurückkommen und ein brennendes Lagerfeuer sehen, werden sie vermutlich nach mir suchen. Naja, wenn sie keine Leiche in dem zerfledderten Zelt sehen, vermutlich auch. Eine gusseiserne Teekanne. Die hat's aber bestanden, ne? Okay, machen wir halt noch Tee. Hibiskusblüten, das erkenne sogar ich. Die Blütenblätter haben eine wunderschöne, tiefrote Färbung. Eigentlich bin ich ja kein Freund davon, überall Blumen rauszurupfen, aber vielleicht bringen sie mich ja irgendwie weiter. Genau. Mitten im Dschungel, wo es kein Schwein interessiert, ob wir Blumen haben oder nicht. Vielleicht bringen uns diese Blumen irgendwie weiter. Moment, wir können hier links rumgehen. Oder vielleicht. Ein wahres Wunderwerk der Natur. In Fachkreisen auch Ast genannt. Wow. Das ist wirklich ein wahres Wunder der Natur. Ein Stein, so flach wie die Witze von der Dame, an die ich nicht mehr denken will. Keine Chance. Entweder bin ich körperlich am Ende oder... Ich habe mich gerade für die andere Alternative entschieden. Völlig egal, welche das sein mag. Okay. Panterei, um mal Heraklit zu zitieren. Wir wollen doch schließlich trotz der widrigen Umstände die Bildung nicht völlig außer Acht lassen. Ganz schön groß. Der wiegt bestimmt 200 Gramm. Würde mich nicht überraschen, wenn der mehr als nur Fliegen frisst. Da hier aber schon so aufgeregt ein
Frosch steht? Bis ich durch das Wasser gestiefelt und bei dem Frosch angekommen bin, ist er schon längst zum nächsten Blatt weitergehüpft, klopft sich auf die Schenkel und lacht mich aus. Und von einem Frosch ausgelacht zu werden, ist definitiv nicht gut für mein Ego. Ja, aber passiert schon mal. Wenn man so im Dschungel ist, da wird man auch schon mal vom Frosch ausgelacht. Ja, ich würde sagen, ich schaue nochmal eben, ob ich hier tatsächlich alles gesehen habe. Aber das sieht gut aus. Hier ist noch der Zaun. Der hat vermutlich mal unerwünschte Besucher von Sams kleinem Garten ferngehalten. Ich nehme mal, der Garten ist dann irgendwo hier. Ein Papaya-Baum. Eigentlich gar kein Baum, sondern eine Staude. Aber das dürfte derzeit von untergeordneter Bedeutung sein. Finde ich aber klasse. Sowohl Hibiskus wie auch Papaya finde ich ja wieder in Farm Together. Hallo? Das ist wie im Paradies. Das war jetzt aber nicht mein Plan. Ich dachte, entweder sagt er natürlich, ich kann den ganzen Baum noch nicht mitnehmen. Oder wenn er schon dahin geht, habe ich gedacht, vielleicht umarmt er jetzt den Baum. So nach dem Motto, ich kriege ihn nicht rausgehoben oder so. Aber den armen Baum zu treten wie in der Papaya, oh. Hätte ich nicht gedacht. Bambusrohr. Ein langes Bambusrohr. Alter, was kann der hier alles mitnehmen? Ich habe hier bald gar nichts mehr. Hier liegt ja gar nichts. Im Moment, hier unten ist noch der Garten. Den muss Sam angelegt haben. Der Zaun scheint aber nicht viel gebracht zu haben. Die meisten Blätter sind von Schnecken angefressen oder sogar komplett abgekaut. Ich weiß nicht mal, was davon angepflanzt wurde und was Unkraut ist. Botanik zählt nicht zu meinen Steckenpferden. Das Problem ist nur, dass das meiste Unkraut eigentlich kein Unkraut in dem Sinn ist. Na gut, wir haben jetzt unheimlich viele Sachen, mit denen wir alles erstmal so gar nichts anfangen können, nehme ich mal an. Oha. Nina Kalenko, meine Ex. Irgendwas zwischen dem Paradies auf Erden und der heißesten Hölle. Ich glaube jetzt nicht, dass er das jetzt so positiv gemeint hat. Planetenliste. Eine von Sam erstellte Planetenliste. Offenbar haben die Ureinwohner dieser Insel bereits viele der Planeten unseres Sonnensystems gekannt, was eine absolute Sensation wäre. Und wenn ich Sams Gekritzel auf der Rückseite richtig entziffert habe, stellt diese Liste mit den Planeten und den dazugehörigen Symbolen eine Art Götterhierarchie dar. Mit Venus, der Göttin der Liebe, ganz oben auf der Liste, muss das ja eine sehr fruchtbare Zivilisation gewesen sein. Ja. Okay, aber man kann ja sonst auch nichts mehr anklicken, ne? Man kann sich das nur anschauen. Ja, ich denke dann mal, bevor ich da irgendwas übersehe. Gut, das wird vermutlich nochmal interessant. Laut Überschrift ist dies die Übersetzung der Inschrift an der Tempeltür. Die hat Sam vermutlich in mühsamer Kleinarbeit angefertigt. Hier steht, achte die über allem thronende Göttin. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen, den Stummen und den Obdachlosen. Doch deren erbärmlicher Zustand ist selbstverschuldet. Wären sie nicht so sehr auf sich selbst fixiert, so könnten sie den Reichtum zu ihren Füßen erblicken, das Gold der Königin. Okay, das hört sich irgendwie so ein bisschen nach einem Rätsel an. Wie soll ich in diesem dichten Urwald nur den Weg zum Tempel finden? Naja, ich muss es halt versuchen. Was anderes bleibt mir kaum übrig. Oh. Der Affe hilft uns. Oh, du willst mir den Weg zeigen? Prima, dann mal los. 15 Minuten später. Mist, das war wohl nichts. Hör mal zu, mein Kleiner. Ich bin ein Lama und untrainierter Zweibeiner. Du musst schon ein bisschen langsamer laufen. Die ersten paar Meter gingen ja noch, aber dann warst du plötzlich weg. Also, beim nächsten Mal bitte auf mich warten, klar? Ich müsste mir was einfallen lassen, wie ich dem Affen besser folgen kann. Ich weiß nicht, ob es dunkel ist. Ist es hell genug. Okay, wie er dem Affen besser folgen kann. Soll er ihm die Bierdose wahrscheinlich eher nicht? Aber vielleicht den verpackten Donut oder so, dass er den esst. Oder eine Papaya? Magst du eine Papaya? Ich schätze, das heißt ja. Mal gucken. Ob
ob er jetzt irgendeine Spur hinterlässt oder so. Dieses Mal nicht so schnell, hörst du? Puh, ich komme langsam in die Jahre. Ich glaube, wir haben ein Kommunikationsproblem. Langsamer! Ich müsste mir was einfallen lassen, wie ich dem Affen besser folgen kann. Vielleicht soll man den Affen wirklich die Bierdose geben? Ich weiß es nicht. Ich gebe Tieren aus Prinzip keinen Alkohol. Erstens ist das kein Stück witzig, sondern Tierquälerei. Und zweitens bleibt dann mehr für mich. Ich weiß, aber ich meine, sind wir mal ehrlich, ne? Es ist ein Point and Click, die kommen ja immer auf selten dämliche Sachen. Kann man das irgendwie kombinieren oder so? Ich würde es ja ihm geben, aber ich weiß halt eben nicht. Okay, das geht auch nicht. Was ist mit der Pfauenfeder? Ich weiß nicht, ob ich den Affen mit der Pfauenfeder verjagen kann, aber eigentlich will ich das auch gar nicht. Ein in Klarsichtfolie gewickelter Donut. Ich mach die Folie mal ab. Echt jetzt? Oh, ist das euer Ernst? Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal. Hey, wie wär's mit deinem Donut? Nein? Auf Diät? Na gut, dann eben nicht. Okay. Ich habe jetzt gehofft, dass da dann eventuell irgendwie was zurückbleibt oder so. Was haben wir denn noch? Die Blüten. Sollen wir hier Tee machen? Nee, ne? Manchmal ist es besser, Dinge nicht zu hinterfragen, sondern sie einfach zu tun. Ich schätze, das hier ist so eine Aktion. Ernsthaft jetzt? Sollen wir jetzt hier Tee machen? Dann brauchen wir aber Wasser, ne? Ja, komm weiter. Wo ist das Ding jetzt? Die Frage ist jetzt nur... Gute Idee. So bleiben die Blüten etwas länger frisch. Eigentlich müssten wir das ja warm machen, ne? Weißt du was? Kanne mit schwimmenden Blüten. Ich sollte meine Flasche nicht so sehr hier in den Weg stellen, dann sehe ich auch alles. Aber der will ja das Ding nicht anmachen, das ist halt das Problem. Ein paar Minuten Geduld. Jetzt habe ich Hibiskustee, prima. Nur, was soll ich damit? Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist es rote Farbe, völlig ungenießbar. Was wohl daraus wird, wenn ich noch länger warte? Nee, keine Zeit, ich steck das Zeug mal ein. Okay. Tja, ist jetzt die Frage, komme ich jetzt mit dieser rote Pampe? Jetzt habe ich rote Folie, aber keine Klarsicht mehr. Okay. Nein, ich wollte die angucken. Rot eingefärbte Folie. Ja, aber was bringt uns das jetzt? Ich wollte eigentlich nur mal spaßeshalber gucken, weil es halt ein Point-and-Click ist, ob man das irgendwie benutzen kann. Können wir uns noch eine Papaya eigentlich holen? Das ist wie im Paradies. Aber dem jetzt noch eine geben, ist wahrscheinlich unnötig, oder? Mach mal die rote Folie. Können wir da irgendwas mitmachen hier mit der Papaya? Was? Nun ist die Papaya rot. Dein Ernst jetzt? Was habe ich denn jetzt von roter Folie und rote Papaya? Oh mein Gott. Die Farbe ist noch feucht und ich habe jetzt rote Hände. Ah, Moment mal. Nee, oder? Na, Appetit auf leckere Papaya? So, mein Freund, jetzt hast du auch rote Hände.
Jetzt ist mir egal, wie schnell du läufst. Hauptsache, du bleibst auf dem Boden, damit ich deine roten Spuren verfolgen kann. Das scheint der Tempel zu sein. Von Sam ist aber weit und breit nichts zu sehen. Die Spuren des Äffchens gehen aber noch weiter am Tempel entlang. Ich folge ihnen mal. Da ist sie. Sie wird in einem Käfig gefangen gehalten und die Wache ist schwer bewaffnet. Von hier aus stehen die Chancen schlecht. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, an sie ranzukommen. Max! Er lebt. Er hat mich gefunden. Jetzt stehen meine Chancen wieder deutlich besser, lebendig aus diesem Käfig rauszukommen. Ich sollte mich aber lieber ruhig verhalten, damit die Wache keinen Verdacht schöpft. Solange außer mir keiner weiß, dass Max hier um den Tempel rumschleicht, stehen unsere Chancen für einen Überraschungsangriff gar nicht mal so schlecht. Ich kann nur hoffen, dass Max schon einen Plan hat. Einen guten Plan. Wenn ich doch nur einen Plan hätte. Ich wollte gerade sagen, er und ein Plan, ist klar. Ich nehme mal ein paar mit. Denke mir mal, woanders sollten wir nicht hingehen, ne? Weil da würde er uns sehen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine fleischfressende Pflanze. Warum die allerdings nach der Göttin der Liebe benannt wurde, ist mir ein Rätsel. Moment, ja klar. Die Venusfliegenfalle? Eine von Sam erstellte Planetenliste. Und wenn ich Sam mit Venus... Das heißt, wir müssten die wahrscheinlich aber doch mitnehmen... Aber was sollen wir mit den anderen Sachen machen? Mars, Jupiter? Boah, ich hoffe, das ist jetzt nicht das, was ich denke. Also da nicht so ein nicht Rätsel, hin, wie ich ohne denke. Ohne, dass mich die Wache bemerkt. Ja, das denke ich mir auch. Nee, das geht nicht. Ich dachte gerade schon. Das geht auch nicht. Geht auch nicht. Kann ich hier wieder zurück? Moment. Das sind die gleichen Sachen, die man vorher schon alle anklicken konnte, ne? Und dann kann ich doch hoffentlich, ja genau, hier wieder zurück. Okay, was ist das denn? Stofffetzen? Wir sind hier nicht bei SCI Miami. Ich kann aus diesem Stofffetzen weder die komplette Familiengeschichte noch das Mittagessen der vergangenen 3 Tage herauslesen. Also lasse ich ihn da einfach hängen. Warum? Ein Stofffetzen, der im Wind weht. Ob der von Sam stammt oder von ihren Entführern? Vielleicht brauchen wir den aber noch. Was ist das denn? Ach, ja. Eine seltsame Pflanze. Und sie stinkt bestialisch nach Aas. Die Fliegen finden das offensichtlich anziehend. Ich finde es eher widerlich. Wir haben ihn mitgenommen. Eklig. Eklig. Okay. Er sagt auch noch von wegen, er findet es widerlich, ne? Oha. Ganz schön groß. Der dazugehörigen Spinne möchte ich lieber nicht begegnen. Mhm. Ich mach das Netz mal weg, bevor ich da noch aus Versehen reinlaufe. Er hat es auf jeden Fall jetzt nicht im Inventar, okay. Aber kann er jetzt irgendwas anderes hier machen? Nee, ne? Ranke? Da sind seltsame weiße Striche auf der Ranke. Keine Ahnung, wo die herkommen und was sie bedeuten. Glühwürmchen. Kleine Leuchtkäfer. Wundert mich, dass man die hier findet. Der Dschungel gehört eigentlich nicht zu ihrem Lebensraum. Ich soll fliegende Tiere mit der Hand fangen? Wenn ich das könnte, würde ich damit im Zirkus auftreten. Ja, wieso? Haben wir denn nicht hier irgendwas? Ja gut, da ist der Tee drin. Ich würde die Bierdose nehmen, um die zu fangen. Ich würde dann das Bier einfach, Alkohol trinke ich grundsätzlich nur in Spielen, die ab 18 Jahren freigegeben sind. Ja, ich habe mir gerade schon gedacht, also irgendwas muss er doch jetzt dazu sagen. Was haben wir denn hier noch? Ein Loch in der Mauer. Ein Loch in der Mauer, ja super. Greif mal da rein. Vielleicht wird deine Hand abgeschnitten. Er greift nichts wirklich drin. Okay. Oh. Faszinierendes Gebilde. Aber ich sollte nicht zu dicht dran gehen, denn die Bienen machen keinen sehr friedlichen Eindruck. Es könnte Situationen geben, in denen es hilfreich ist, wenn man keine von Bienen komplett zerstochenen Hände hat. Deshalb und nur deshalb nehme ich von dieser Aktion Abstand. Mhm. Der Hintereingang des Tempels. Vielleicht komme ich von hier aus irgendwie an Sam ran.
Es lässt sich nirgends ein Griff oder sonst ein Mechanismus entdecken, mit dem ich die Tür öffnen kann. Was ist das hier? Wenn Sam mit ihrer Übersetzung recht hatte, dann steht da: Achte die über allem thronende Göttin. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen, den Stummen und den Obdachlosen. Doch deren erbärmlicher Zustand ist selbst verschuldet. Wären sie nicht so sehr auf sich selbst fixiert, so könnten sie den Reichtum zu ihren Füßen erblicken, das Gold der Königin. Okay, also, wenn wir die gesagt haben, Venus oben. Ach nee, da kam ich ja nicht ran. Da kam ich nicht ran. Die haben aber doch gerade was gesagt. Laut Überschrift ist dies die Übersetzung der Inschrift an der Tempeltür. Achte die über allem thronende Göttin. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen, den Stummen und den Obdachlosen. Doch deren erbärmlicher Zustand ist selbst verschuldet. Wären sie nicht so sehr auf sich selbst fixiert, so könnten sie den Reichtum zu ihren Füßen erblicken, das Gold der Königin. Dann müsste das hier theoretisch für die Pfauenfeder sein. Er meckert nicht, aber er bestätigt es auch nicht. Was war da jetzt? Halt, stopp. Laut Überschrift, achte die mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen, den Stummen und den Obdachlosen. Doch deren erbärmlicher Zustand ist selbst verschuldet. Wären sie nicht so sehr auf sich selbst fixiert, so könnten sie den Reichtum zu ihren Füßen erblicken, das Gold der Königin. Stumme und Obdachlose. Stumme? Sind das weiße Bären? Nee, oder? Also beim Rest bin ich mir nicht sicher. Bei dem hier bin ich mir ziemlich sicher, aber was kommt dann da in die Nische? Eine kleine Nische in der Felswand. Ich bin mir jetzt gerade so gar nicht sicher, aber ich denke, dass wir hier auch alles haben, ne? Gut, die Spuren kann man sich nochmal angucken, den Rest haben wir ja. Ohne die roten Fußspuren des Äffchens hätte ich den Weg zum Tempel nie gefunden. Gucken wir nochmal. Hier haben wir sonst auch nichts, was wir nicht schon mal gemacht haben. Bierdose, Leuchtstäbe. Die Bierdose kann ich ja nicht wusste. Das will ich den armen Fischen nicht zumuten. Ich wollte gerade sagen. Moment, ich fange am besten mal ganz rechts an, bevor ich jetzt hier irgendwas... Also, die Bierdose ist das Einzige, was wir jetzt so noch nicht hatten. Kann ich mit dem Garten kombinieren? Wieso mit dem Garten? Mit Speck fängt man Mäuse und mit Bier fängt man Schnecken. Gärtnerweisheiten sind immer noch meine Lieblingsweisheiten. Ja, jetzt, wo er das sagt, ich glaube, ich habe das auch mal gelesen. Ich habe mich nämlich damals mal informiert wegen einem Schleckenproblem. Und ich meine, da hieß es auch, man soll ein Schälchen mit Bier quasi dahin stellen, wo die Schnecken sind. Aber so, dass das einen glatten Rand hat, also dass sie da rein können, aber dass sie nicht wieder raus können quasi. Dass der Rand so glatt ist, dass sie da nicht mehr rauskommen. Ob das funktioniert, weiß ich allerdings auch nicht. Keine Schnecke in Sicht. Vielleicht mögen sie kein Lightbier. Ich hätte dafür vollstes Verständnis. Aber was haben wir noch? Ich denke mal, dass wir noch irgendwas mit dem Frosch links machen müssen. Ich weiß nicht, ob der Donuts mag.
Eine seltsame Pflanze. Und sie stinkt bestialisch nach Aas. Die Fliegen finden das offensichtlich anziehend. Ich finde es eher widerlich. Ja, der hat die Fliegen auch mitgenommen, ne? Nicht nur diese Pflanze. Und Frösche essen ja bekanntlicherweise Fliegen. Auf den Stein. Soll der ja Rebauch bilden oder was? Das Ding stinkt selbst von hier aus noch bestialisch nach Aas. Und die Fliegen kommen auch schon an. Der scheint ja mächtig Hunger zu haben. Mal schauen, ob er durch das Futter so abgelenkt ist, dass ich ihn fangen kann. Ja, die Frage ist, will er ihn jetzt... Achso, macht er automatisch. Hätte nie gedacht, dass es so einfach ist, Frösche zu fangen. Billig, ganz ehrlich, hätte ich jetzt auch nicht, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir jetzt noch irgendetwas erfinden müssen, womit wir den jetzt hier fangen können. Aber gut, dann haben wir einen Frosch. Ich hoffe, er ist nicht giftig. Mach mal Quark. Ja, ich mag dich auch. Okay. Ein Zaun? Können wir da vielleicht noch irgendwas mitmachen? Also mit dem Foto können wir nichts machen. Gucken wir erstmal hier auf der Seite, ob wir da irgend... Damit soll ich Fische fangen? Die bewegen sich viel zu schnell durchs Wasser. So wird das nichts. Fische fangen? Können wir denn nicht irgendwie... Das können wir nicht kombinieren. Naja, mit den Sachen sowieso schon mal nicht. Das irgendwie... Das können wir tatsächlich kombinieren. Was soll ich machen? Den Ast einwickeln? Ich warte mal noch ein bisschen, bis mir die große Erleuchtung kommt. Kann ja sein, keine Ahnung. Es muss doch irgendwas hier mit dem Zaun auf sich haben. Oh, Moment. Ich werde den Zaun mal mit den Zeltstangen stabilisieren. Fertig. Jetzt haben wir einen verstärkten Zaun. Bringt uns das jetzt irgendetwas? Rote Folie noch mit dem kombinieren geht auch nicht. Wir müssen mal so rum. Bambusrohr. Ja gut, die haben wir ja schon kombiniert. Mit der Flagge auch nicht. Vielleicht... Moment. Mit dem Fluss? Clevere Fischchen. Statt sich im Zaun zu verfangen, springen sie einfach drüber. Respekt. Das heißt, die springen jetzt von hier nach da rüber. Und wir können jetzt quasi die Flagge nutzen, damit die da reinspringen, oder wie? Die Flagge als Fischfänger. Okay, warum nicht? Einen Versuch ist es wert. Na, das ging ja schnell. Vielleicht sollte ich mal über eine Karriere als Fischer nachdenken. Aber das geht auch nur mit dieser Art von Fisch, muss man dazu sagen. Mein erster selbstgefangener Fisch. Und? Nein, er ist nicht tot, er schläft nur. Hätte ich jetzt auch gesagt. Na gut, Aber was bringt mir das jetzt mit dem Fisch? Das ist jetzt die Frage. Können wir den jetzt noch mit irgendwas kombinieren? Oder können wir mit dem Fisch... Mein erster selbstgefangener Fisch. Und? Nein, er ist nicht tot. Er schläft nur. Ich sollte keinen Kaffee trinken. Moment, da stand doch... Laut Überschrift ist Achte die über allem thronende Göttin. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen. Den Stummen und den Obdachlosen. Doch deren erbärmlicher Zustand ist selbst verschuldet. Wären sie nicht so sehr auf sich selbst fixiert, so könnten sie den Reichtum zu ihren Füßen erblicken. Das Gold der Königin.
den Stummen und den Obdachlosen, dann würde ich sagen, bevor jetzt die Zeit zu lange dauert, versuche ich noch... Achso, Moment. Ist da was drin jetzt? Über den Rand der Dose kriecht eine Nacktschnecke und will sich besaufen. Ja, dann nimm die doch. Eine Schnecke hat sich tatsächlich auf die Dose verirrt. Ich werde sie mal retten, bevor sie jämmerlich ersäuft. Lassen wir die Dose jetzt einfach hier stehen, ja, würde ich sagen, oder? Theoretisch. Können wir vielleicht noch weitere Schnecken holen? So, Moment, so sehe ich nichts. Da. So, wie war das jetzt? Der Stumme und der Obdachlose. Ich dachte jetzt zuerst an den Fisch. Wobei eine Nacktschnecke... Schon Schnecken mit Haus sind nicht jedermanns Geschmack. Ja. Aber Nacktschnecken erhöhen den Ekelfaktor noch einmal beträchtlich. Ich will ja nichts sagen, aber da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht, weil eine Nacktschnecke ist ja quasi eine normale Schnecke, aber ohne Haus. Wenn die jetzt mit Obdachlosen meinen, dann raste ich hier, glaube ich, aus. Ich will nur mal eben was ausprobieren. Moment. Passt nicht. Dafür ist die Nische zu klein. Okay. Also die falschen Sachen kann man anscheinend nicht reinmachen. Dann probieren wir einfach mal. Okay. Okay. Wenn Sam mit ihrer Übersetzung recht hatte, dann steht da, achte die über allem thronende Göttin. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen, den Stummen und den Obdachlosen. Doch deren erbärmlicher Zustand ist selbst verschuldet. Wären sie nicht so sehr auf sich selbst fixiert, so könnten sie den Reichtum zu ihren Füßen erblicken, das Gold der Königin. Moment, das Gold der Königin, wo ich nämlich das Summen hier gerade höre. Bienen haben ja eine Königin im Stock. Das Gold der Königin, vermute ich jetzt mal, ist dann der Honig. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich gucken, dass wir irgendwie Honig daraus bekommen und das nach unten tun. Dann müssen wir ja irgendwie, denke ich mir, noch diese Venusfliegenfalle oben reinkriegen. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, was er als zweites gesagt. Der hat der Erleuchtete und der mit den Augen oder sowas, ne? Oder irgendwie sowas. Also nehme ich an, dass da wahrscheinlich Glühwürmchen reinkommen. Die Frage ist jetzt nur, wie kann ich die jetzt fangen? Weil Glühwürmchen, da brauche ich irgendwie was für... Kann man auch nicht da reinmachen. Die Inschrift scheint ziemlich alt zu sein. Ist also eher unwahrscheinlich, dass ich da irgendwelches neumodisches Zeug reinlegen muss. Naja, okay. Aber wie fange ich jetzt die Glühwürmchen? Oder kriege ich das mit dem Luftballon eventuell hin? Das probiere ich nochmal eben schnell aus. Nee, kann ich nicht machen. Ich soll... Ja, ja, ich weiß. Kleine Leuchtkäfer. Wundert mich, dass man die hier findet. Der Dschungel gehört eigentlich nicht zu ihrem Lebensraum. Also da müssen wir auf jeden Fall noch nachgucken. Nur ich würde sagen, damit die Folge jetzt nicht zu lange ist, machen wir jetzt hier wirklich mal einen kleinen Cut. Ich weiß zumindest schon mal, wonach wir suchen müssen. Die große Frage ist nur, wie wir das anstellen, weiß ich nicht. Vielleicht, ist jetzt nur so ein Gedanke, können wir den Frosch irgendwie noch benutzen, um den Typen abzulenken oder so. Keine Ahnung. Da müssen wir dann auch mal in der nächsten Folge nachgucken. Und ja, also ich habe auf jeden Fall einige Sachen, die ich noch ausprobieren könnte. Und ich denke, ich weiß zumindest, was in die Löcher rein muss und in welche Reihenfolge. Also würde ich jetzt mal eben sagen, dass wir einen schnellen Cut machen. Ja, in der letzten Folge ist mir zugegeben unerwarteterweise ein Licht aufgegangen. Oder eigentlich mehrere Lichter. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, warum haben wir jetzt schon wieder ein Spinnennetz hier oben? In der letzten Folge hat er ja schon gesagt, er möchte die große Spinne nicht kennenlernen, die dieses Spinnennetz gemacht hat. Aber das Spinnennetz ist wieder neu da. Und ehrlich gesagt, finde ich das jetzt ein bisschen creepy. Wir müssen wahrscheinlich den Honig da oben rausbekommen.
die Glühwürmchen einsammeln und die Venusfliegenfalle kriegen. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Das wissen wir natürlich noch nicht. Jetzt bin ich gerade mal sehr gespannt, was man hier mit dem Spinnennetz machen kann. Da war ja auch, Moment, Glühwürmchen, da war ja auch noch die Ranke, ne? Die muss doch auch irgendein... Da sind seltsame weiße Striche auf der Ranke. Keine Ahnung, wo die herkommen und was sie bedeuten. Stimmt. Weiße Striche. Weiße Bären vielleicht? Ja. Ich probiere mal einfach alles hier aus. Ob uns das irgendetwas bringt. Die weißen Bären helfen uns auch nirgendwo anders. Rote Folie. Auch nicht. Donut. Auch nicht. Achso, da hinten war noch das Loch, ne? Da müsste ich vielleicht auch mal eben gucken, ob man da irgendwas machen kann. Nein, nicht weglaufen. Bleib doch mal stehen. Den Frosch vielleicht ins Loch setzen. Man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Nur bevor ich jetzt hier alles 50 Mal mache. Okay. So, und nun? Keine Ahnung, du hast... Huch, da hat aber jemand Hunger. Ah, kann man den nehmen? Oder irgendwie... Ein paar wenige Bienen sind noch da, aber ich riskiere es mal. Puh, Glück gehabt und ohne ernsthafte Zwischenfälle davongekommen. Ja, das war jetzt nicht mein Plan, aber gut, Honigwabe. Eine Bienenwabe mit leckerem goldgelbem Honig. So, Moment. Wir haben ja gesagt, dass der Honig unten, also mit dem Wenn Gold Sam unten, achtet ne? mit ihrem erleuchteten Weh, doch deren erbärmlicher Zustand ist zu selbst ihren verschuldet. Füßen. Genau, das Gold der Königin. Die Nische ist leer. Ja, ist ja toll. Ich wollte das auch da reintun. Okay, sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Dann haben wir das schon mal nicht mehr im Inventar. Aber ich wollte eigentlich wissen, ob ich da oben mit der Ranke was mache. Also das Loch, denke ich mir mal, ist jetzt außen vor. Da drin prügeln sich geschätzte 2 Millionen Bienen um einen Donut. Ja gut, Bienen und Zucker hätte ich vielleicht auch vorher drauf kommen können, ne? Moment, Folie haben wir schon ausprobiert. Bambusrohr. Haben wir auch nicht. Bei der Tür können wir es ja nicht probieren. Die Kanne... Hätte mich jetzt gewundert, wenn die irgendwo was zu tun hätte. Okay. Ist einfach nur... Ich will halt jetzt wissen, ob man irgendwo jetzt was von den Sachen benutzen kann. Ne? Weil das mit der Ranke, das ist mich so ein bisschen... Was habe ich jetzt? Die Leuchtstäbe habe ich jetzt benutzt. Das hatte ich ja schon mal probiert. Das stößt mir hier so ein bisschen komisch auf, dass das da... Ja... Entweder als Fake natürlich ist oder weil man es irgendwie benutzen kann. Ich würde erstmal die Spinnweben wegmachen. Schon wieder? So, und jetzt die Flagge aufhängen. Bringt uns sicher viel, dass jetzt hier eine Flagge hängt. Die Flagge weht langsam im Wind hin und her. Ja, das ist ja ganz toll. Das bringt uns nur leider nichts. Gut, da haben wir ja im Endeffekt alles durch. Das bringt uns aber immer noch nicht weiter mit den Glühwürmchen. Moment, achso, genau, und die Dings. Wir gehen nochmal da hinten hin. Wie kann ich den Typen ablenken? Wir haben schon überlegt, ob wir das mit dem Frosch eventuell machen können. Aber da kann ich anscheinend nichts. Der braucht seine Schenkel bestimmt noch. Okay, das war auch jetzt nicht mein Plan, den zu essen, aber naja. Ich meine, was soll man hier sonst machen? Keine Ahnung. Echt jetzt? Ich kann nicht hinterm Baum vor, ohne entdeckt zu werden. Aber vielleicht stinkt es ja auch von hier aus bestialisch genug, um die Wache zu beeindrucken. Was ist das denn groß? Die Wache zeigt keinerlei Reaktion. Vermutlich ist die Entfernung einfach zu groß.
Die Entfernung zu groß. Hallo? Kann man das irgendwie schieben? Das Bambusrohr ist leider etwas zu kurz, um dieses stinkende Ungetüm noch näher an die Wache ranzuschieben. Die Zeltstangen sind auch nicht länger, oder? Ich steck mal zwei Stangen zusammen, damit ich eine etwas größere Reichweite habe. Wo kommt denn dieser erbärmliche Gestank plötzlich her? Das hält ja kein Schwein aus! Wenn ich mal ein Bösewicht werden sollte, stelle ich niemals Wachen mit empfindlichen Nasen ein. Können wir uns die jetzt holen? Oder erwischt er uns jetzt dabei? Perfekt. Okay, dann können wir die schon mal reintun. Aber dann haben wir immer noch... oben links, glaube ich, das, ne? Achso, ja, die Glühwürmchen. Also wenn es denn die Glühwürmchen sind, aber ich gehe mal davon aus, das passt nämlich auch. Ich meine, das zu entziffern war ja gar nicht so schwer. Die Frage ist... Hä? Die Spinne ist nicht nur schnell, sondern auch schlau. Sie hat sich ihr Netz einfach zwischen den anderen beiden Bäumen gebaut. Die Glühwürmchen hingegen leuchten zwar schön, aber besonders helle sind sie nicht. Einfach so ins Spinnennetz zu fliegen. Zis. Okay. Na kommt, meine Kleinen. Ich werde euch heldenhaft vor der bösen Monsterspinne retten. Aber jetzt haben wir Glühwürmchen in einem Spinnennetz. Aus lauter Dankbarkeit für die Rettung vor der Monsterspinne versuchen sie nicht einmal wegzufliegen. Na gut, vielleicht sind auch die Spinnenweben der Grund dafür. Könnte eventuell sein, man weiß es nicht. Okay, ja, ich dachte, ich muss jetzt hier sonst was machen. Ach, ich bin ja so toll. Ich sollte mal die Hauptrolle in einem Film bekommen oder in einem Computerspiel. Dann wollen wir mal schauen, was da alles im Tempel auf mich wartet und wie ich an Sam rankommen kann. Das wäre sicher cool. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.